Hallo, ich bin Willy Kotny, thailändischer Nationalfechter. Ich relaxe gerade, wie jeden Abend, im Garten meines Hauses in Pattaya. Das Relaxen steht am Ende eines Tages, der es in sich hat. Frühmorgens geht es mit dem Rad ins nahegelegene Sein Hotel. Es hat einen Swimmingpool mit einer 50 Meter Bahn. 10-mal hin, 10-mal her. Macht zusammen 1000 Meter. Von der Romantik kriege ich wenig mit, denn ich bin außer Puste. Am Nachmittag geht es nach Bangkok in die Kadettenschule der Luftwaffe. Ich bin nämlich Soldat und für das Training vom Dienst freigestellt. Mein Verein, SFT, trainiert auch hier. Eine Stunde Kondition bolzen, recht spezifisch. Manchmal schaut uns dabei das Fernsehen zu. Das ist mein Bruder Somkit. Er ist thailändischer Nationaltrainer. Beinarbeit steht am Anfang der 2- bis 3-stündigen Trainingseinheit. Den Hauptteil macht das eigentliche Fechttraining. Meine persönliche Lektion erhalte ich nach dem Gemeinschaftstraining in der privaten Fechthalle meines Freundes. Dann hat die Physiotherapeutin ihre Stunde. 20 Jahre Hochleistungssport haben Spuren hinterlassen. Und die wollen bis Olympia in London beseitigt sein. Zurück in Pattaya. Im Sein Fitness Center endet der Trainingstag. Hier trainiere ich Ausdauer. Baue ich meine Muskeln auf oder trainiere Schnelligkeit, je nach Plan. Schweißtreibend, was immer auch der Trainer in meinen Aufgabenkatalog geschrieben hat. Wenn andere in die Disco gehen, lege ich noch eine Sonderschicht ein. Muay Thai. Warum? Ich habe in Thailand keine gleichwertigen Trainingspartner, bin im Säbelfechten ungeschlagen und muss mir meine Kampfaggressivität dort holen, wo Thais Meister sind. Essen. Und auch das ist Teil des Trainings. Eiweiß steht auf dem Speisezettel. Seit mehr als 20 Jahren kocht meine deutsche Ziehmutter, die Monika, exakt nach Trainingsplan. Und erst dann kann ich endlich abschalten im Garten meines Hauses in Pattaya.